Hallo liebe Fans, hallo liebe YouTuber, ich bin's, euer Holger von Holgers Wunderland und ihr seht mich wieder in meinem Garten. Heute mache ich mal ein kleines Video dazu, was ich mitnehmen würde, wenn ich bei Fritz Meinecke mitmachen würde, Seven vs. Wild. Ich bin zwar kein großer Outdoor, jetzt also Survivalist, also Bushcrafter habe ich festgestellt für mich, aber ich würde es trotzdem wagen. Und zwar, ich würde folgende Gegenstände mitnehmen. Als erstes natürlich ein Topf. Das Unterteil davon, eigentlich wisst ihr, wie er aussieht, ich zeige ihn aber euch nochmal. Und zwar, das ist einmal das Oberteil und dann einmal davon das Unterteil. Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir einen aus Titan kaufen, das Geld habe ich nicht. Also muss der normale Aluminiumtopf herhalten. Der sieht so aus. Das Gute ist, selbst wenn die Griffe mal verschmort sind, kann ich ihn trotzdem ins Feuer stellen und ja. Ich kann Wasser abkochen, ich kann Beeren mitsammeln, ich kann, ach was weiß ich nicht mal machen, Wasser aus dem See holen, mir beim Kopf gießen, wie auch immer. Also der kommt auf jeden Fall mit. Beziehungsweise ich habe noch einen Edelstahltopf. Den muss ich aber erst reparieren, da ist der Griff kaputt. Ich stell den da mal hin so. Ja, was nehme ich als nächstes mit? Natürlich Messer. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, welches Messer. Also ich habe hier eins von Anglo Arms. Da ist es mir aber zu unsicher, weil ich habe schon mal eins kaputt gebrochen. Ansonsten würde ich das Fiskars mitnehmen. Es ist einfach und aber batonieren ist schwierig, könnte kaputt brechen. Also doch dann eher. Ich würde dann eher umsteigen auf ein Messer, ein gutes Messer, wo hier an der Klinge vielleicht noch eine kleine Säge dran ist oder ein Schweizer Taschenmesser. Da ich aber kein gutes besitze, muss das reichen. Ich lege das mal hier hin. Jo, ansonsten ein Tab. Das ist jetzt das Tab von der britischen Armee. Das ist 3,20 m mal 2,80 m oder sowas, irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemessen. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. So, dann würde ich mitnehmen und zwar einen Schlafsack. Das ist der Highlander. Der ist bis minus 7 Grad. Besser was Warmes als was Kaltes. Wenn es zu kalt ist, kann man ihn nur aufmachen. Hat leider kein Mückennetz. Aber das ist egal. Hauptsache Schlafsack. Den packe ich jetzt nicht auf den Tisch, der ist einfach zu groß. Dann natürlich, das mit das Wichtigste, ein Feuerstahl. Ich habe jetzt nur den hier. Den habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Wird doch mal wieder Zeit. Dann gut, also Feuerstahl ist der in Ordnung. Dann würde ich auf jeden Fall das Angelset mitnehmen, aber ich würde mein eigenes zusammenstellen, wenn ich es denn darf, ich weiß es nicht. Da habe ich schon Schnur drin. Das ist ja jetzt nur provisorisch. Ich würde mir dann noch eine bessere Schnur einpacken. Das ist jetzt nur selber aufgewickelt. Das sind ungefähr 20 Meter. Da ist schon ein Wirbel dran. Mit einem Stopperknoten. Das wäre aber zu dünn für Schweden. Da müsste ich etwas dickere Schnur haben. Das ist natürlich nicht hier, das ist Tinnef. Dann habe ich drin einzelne Haken. Das sind, oh, müsste ich mal kurz rangehen. Jetzt muss ich einmal rum zu. Ich hoffe, die stellt scharf. Das sind so kleine Einzelhaken. Da würde ich auch verschiedene Größen mitnehmen. Also ich hätte jetzt einmal die hier und dann noch mal etwas größere. Das wären die hier. Das sind
spezielle Wurmhaken Größe 1. Dann würde ich aber auch, also ich würde drei Größen mitnehmen. Einmal die hier, das sind 8er. Mein Nachbar wieder. 8er Haken und eventuell dann nochmal ein 10er vielleicht. So, und dann habe ich hier nochmal so Stahlvorfächer drin. Davon würde ich auch zwei Stück mitnehmen, mit dem Drilling. Weil da kann man dann auch ein Hecht mitfangen. Also jetzt nicht mit dem Stahlvorfach alleine natürlich. Da bräuchte man noch ein bisschen mehr dazu. Ja, ein paar Bleie drin. Ich muss das mal rausnehmen, das ist gerade auseinandergefallen. Dann habe ich drinne zwei Posen. Eine etwas größere und eine etwas kleinere mit 3 Gramm und einmal auch mit 3 Gramm. Diese ist aus Kork und diese ist aus irgendeinem Styroporkram. Und noch ein paar selbstgemachte Bleie. Da ich nicht weiß, wie die Gewässergegebenheiten in Schweden sind, da, aber das Wasser sollte relativ flach sein, deswegen ist Pose wahrscheinlich besser. So, und für die Posen noch ein paar kleine Klemmbleie, die passen aber hier nicht mit rein in die Schachtel. Das sind so Bleischrote, die kann man an die Schnur klemmen und die Pose damit ausrichten. So, dann, ach, die Schnur habe ich jetzt, naja, egal. Das kommt dazu. Und dann hätte ich noch, wo habe ich sie jetzt? Ach so. Als Beispiel Paracord. Also 30 Meter Paracord würde ich auf jeden Fall mitnehmen. So, dann habe ich jetzt wie viele Gegenstände? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bleibt mir noch ein 7er Gegenstand. Und da bin ich echt am Überlegen, ob ich nicht ein Mückennetz mitnehme. Tja, ich habe aber keins, deswegen kann ich euch leider keins zeigen. Ja, das sind erstmal die Gegenstände. Das ist nur eine kleine Sache. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mir was andere Sachen kaufen. Aber das ist das, was ich habe und das würde ich benutzen. Ob das Angelset jetzt so, wie ich es selber zusammengestellt habe, erlaubt ist, weiß ich nicht. Müsste man sehen. Ich weiß auch nicht, wie das Angelset ist von denen, was man da kriegt. Ich als Angler wüsste da, wie ich Fische fangen könnte. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu liken. Vergesst nicht zu disliken, wenn das Video nicht gemocht habt. Vergesst nicht zu kommentieren und abonnieren. Und Tschüssikowski.